voll sexy. Jetzt schmeiß sie doch wenigstens weg. Der brennt doch noch, du. Ach, Quatsch. Schwarz auf weiß. Yeah, schwarz auf weiß. Weshalb sollen sich die Leute schwarz auf weiß kaufen? Warum kommst du direkt mal so komische, schwierige Fragen an? Na, weil du eine halbe Stunde verschlafen hast. Ja, weil ich eine halbe Stunde verschlafen habe, sollte sich alles schwarz auf weiß kaufen. Und dass ich eine halbe Stunde verschlafen habe, liegt daran, dass ich die ganze Zeit arbeite und dieses Projekt im Hinterkopf habe, seit über einem Jahr. Und das ist das verdammt nochmal krasseste Projekt und arbeitsintensivste Projekt, in dem ich jemals gesessen habe. Ja. Abgesehen vom Arbeitsaufwand, wo ist da der Unterschied in der Herangehensweise? Alter, das ist 10 Uhr morgens. Ich stelle mir Fragen für dich sogar um 18 Uhr erst, was ich schon überlegen musste. Ich strukturiere die Frage mal einfacher für dich. Danke. Wenn du die Arbeitsweise, ja, die du bei dem Album hattest, mit der Arbeitsweise von den anderen Alben vergleichst, wo ist da der Unterschied? Ich habe bei diesem Album für jeden Track, für jeden einzelnen Track, das sind 32 Tracks, und für jeden einzelnen Track habe ich mir richtig viel Zeit genommen. Das sind richtig lange Tracks, nicht mal so Standard 16er Scheiße, sondern auch mal 24 Takte pro Strophe. Da habe ich dran geschrieben, über mehrere Tage. Und den ganzen Scheiß habe ich aufgenommen innerhalb von, keine Ahnung, 4 Stunden alleine im Studio. Für einen Track. Ein Track, 4 Stunden Arbeit ungefähr, kann man sagen. Also ich fasse das auf 2 Thesen zusammen. A, du hast dir bei den vorherigen Alben keine Mühe gegeben. Ja. Okay. Normalerweise bin ich so einer, wenn ich ein Album mache, ich scheiße immer so die Texte so hin, so in 5 Minuten. Jedes Collabo-Album, also wenn ich bei einem Collabo-Album für einen Text mehr als 5 Minuten brauche, dann habe ich auf jeden Fall ein geistiges Problem, dann hänge ich fest. Und dass du 4 Stunden für einen Song brauchst, heißt, dass du nicht rappen kannst. Dass ich 4 Stunden für einen Song brauche, heißt, dass ich nicht rappen kann, ganz genau. Ich habe auf jeden Fall viel mehr Arbeit gemacht, die viele gar nicht hören werden. Heißt, der Maßstab war eher, dich selbst zufriedenzustellen, ja? Ja, natürlich. Ging um mich dabei, ist ein Ego-Trip. Okay. Also auch wenn du keine einzige CD verkaufst, ist okay, ja? Wenn ich keine einzige CD verkaufe, ist vollkommen okay, weil das Album einfach krass ist. Weil ich jetzt sagen kann, ey, das ist das Album, wegen diesem Album habe ich angefangen, Musik zu machen. Das war das Album, das ich immer schon machen wollte. Und jetzt habe ich es gemacht. Jetzt kann ich eigentlich sagen, so, jetzt bin ich durch. Soll ich etwas Lustiges machen? Nee, rauch nur. Soll ich einfach nur cool aussehen? Nee, lass mal besser. Was ist das denn hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber das sieht mir aus wie gesammelte Vorbeute. Oh, nein. Sag mal, hast du da nicht eigentlich eine Tüte gehabt? Gehabt, ja. Ja, ich mach sie schon weg. Oh, du musst sein. Ja, abgesehen davon, dass es ja ein Doppelalbum ist, was schon in den Ausmaßen beachtlich ist, gibt's noch eine DVD. Wir reden hier über das Doppelalbum, ja, bevor wir für die DVD kommen, reden wir erst über das Doppelalbum. Weil da das ein Doppelalbum ist, würde ich mal verdammt nochmal betont wissen. Es ist ein Doppelalbum. Und es ist nicht so ein komisches Doppelalbum, wo man die eine Seite irgendwie da und dann auf der anderen sind, was weiß ich, sind Remixe drauf oder so, bla. Nein, das ist eine klassische Doppel-CD, es sind 2 CDs. Ein Produkt, 2 CDs. Die schwarze Seite und die weiße Seite. Auf der schwarzen Seite 16 Tracks, auf der weißen Seite 16 Tracks. Okay, ja, es ist ein Doppelalbum. Ja, es ist ein Doppelalbum. Hab ich schon erwähnt, dass es ein Doppelalbum ist? Es sind 2 CDs, ja? Es sind 2 CDs. Sind die also auch richtig voll, beide, so mit Songs? Ja, auf jeder CD sind 16 Songs und die haben eine Laufzeit von ungefähr 70, 75 Minuten. Die schwarze Seite hat 78 Minuten und die weiße Seite 72 Minuten. Das ist also richtig lang. So ein Doppelalbum. Ja, Doppelalbum. 150 Minuten Musik. Auf einem Doppelalbum. Doppelalbum! 2 CDs, das ist krass, man. Ich habe noch nie ein Doppelalbum gemacht. Tupac hatte All Eyes on Me. Mandrill hatte Mandrill Land. Kennt ja natürlich wieder keiner. Isaac Hayes hatte Black Moses. Kennt auch wieder keiner. Was für Rap hat noch Doppelalben gehabt? Biggie. Biggie? Biggie, leider. Achso, Notorious B.I.G. Okay. Jay-Z. Ja, das ihr kennt. Ja, oder hier, Bone Thugs Namen jetzt noch auch hier, dieses eine. All und ach, zählt alles nicht, weil jetzt ist schwarz und weiß angesagt. Doppelalbum. Weißt du, was ich an dir so mag? Dass was? Du über die Jahre vollkommen geerdet geblieben bist. Ich bin so bescheiden, Mann. Ich stell mich halt... Also das Ding ist, ich stell mich hier nicht in eine Linie mit Tupac, Bone Thugs. Ich stell mich da rüber. Ja, möchtest du noch was zum Doppelalbum sagen? Es hat eine schwarze Seite und eine weiße Seite. Wie viele Songs sind denn da drauf jeweils? 16, 32. Wie lang ist die Spieldauer? 78, 72, knapp 150. Wow. 150 Minuten, Mann! Also auf einem Doppelalbum. Auf einem Doppelalbum. Das ist beachtlich. 150 Minuten Musik, Mann.